Hallo, liebe Nice-Freunde. Nun, herzlich willkommen hier bei Ulala Moden. Ich grüße euch ganz lieb. Und wie ihr seht, geht die Modeschau weiter. Was ziehen wir? Was zeigen wir? Natürlich Ketten. Die dürfen ja nicht fehlen. Ketten sind immer ein Schmuckstück für jede Frau. Ketten peppt jedes Teil auf, jedes Modedetail, ob auch Blusen, Röcke, Kleider oder auch Hosenanzüge. Also der letzte schläft den meisten noch die Ketten. Also wie ihr auch hier seht, also ein Kleid mit einer Kette ist immer etwas sehr Schickes. Hier habe ich auch eine Perlenkette an. Das sind überwiegend Glassteine. Sieht sehr hübsch aus, passt auch zu grün und auch zu anderen Tönen. Frischt das Ganze nochmal auf. Also einfach optimal. Auch hier habt ihr eine schöne lange Kette, die passt so gut zu Kleider, die passt so gut zu Overalls, mit ein süßes Herzchen drin, total verspielt, richtig schön leicht. Die Ketten sind auch alle nickelfrei, also die laufen nicht an, die sind allergiegetestet. Also einfach ein totaler Hingucker, einfach mal schlicht und trotzdem etwas fürs Auge. Ich habe eine Kette aus Halbedelstein. Diese Kette hat zwei kleine Rohrstecker, also dann habt ihr zwei in einem, das sieht immer super schön aus. Die Kette macht sich auch sehr gut, wie ihr seht, auf Kleider und auf anderen Sachen. Besonders sieht die auch ganz toll aus auf klassische Rollkragenpullover oder klassische Pullover, sieht die auch super schön aus. Eine mittlere Länge, frischt das Ganze richtig toll auf. Und welche Frau hat nicht gern Schmuck zu Weihnachten? Ja, welche Frau hat nicht gerne Schmuck zu Weihnachten? Ja, diese Frau muss man suchen, doch. Genau. Denke ich mal. Hier ist auch nochmal eine. Ich halte die jetzt mal so an. Dann seht ihr auch richtig diese vielen Anhängsel, die hier dran sind. Ist auch eine ganz süße Kette. Das sind Gelbwies und Seesterne. Also richtig, die kleine Nordsee hat sich hier verewigt. Mhm. Also optimal ist die auch. Auch so zum Sommer oder auch im Herbst zu tragen. Im Herbst fasse ich schön auf weiße Sachen, auf blaue Sachen. Also die peppt total auf. Besonders weil die auch so vielreich gearbeitet ist. Also ich finde einfach so ein ausgefallenes Stück gehört auch mal in Schmuckkästchen. Oder den was ganz Edles, wie ihr seht. Sieht auch optimal schick aus. Ist auch Handarbeit. Super toll gearbeitet. Sehr hochwertiges Material hinten auch. Wie ihr auch seht, richtig schön sauber gearbeitet. Keine Kanten, nichts drin. Also totaler Hingucker, als Weihnachtsgeschenk, optimal. Also da wird sich die Frau wirklich freuen, denn das ist eine Kette, die gibt es ja nur einmal bei uns und ist etwas ganz Besonderes. Ich glaube, bei dir gibt es jede Kette nur einmal, oder? Überwiegend ja, zu 99,9%, ja. Hin und wieder kann man eine noch doppelt sein, aber durchschnittlich auch nur eine. So, hier, das ist jetzt auch so. Hier ist auch nochmal eine Handarbeitskette. Alles mit ganz feinen Perlen aufgearbeitet. Hinten Leder. Sieht auch schick aus, besonders für auch Jeanssachen macht die sich sehr gut. Wenn sie einen Jeansanzug trägt oder einen Oberrock und sowas, diese Kette drauf, als Abrundung, bombastisch. Optimal. Die Frau, die gern trachten mag, für diese ist diese Kette eine Besonderheit. Schaut mal an. Die Maria Theresia ist drauf. Hier. Also für Trachtenfans ist das eine super schöne Kette. Natürlich auch, wäre es auch ein bisschen so auf Jeansjacken, macht die sich auch ganz toll. Da gibt es so das gewisse Etwas. Auch Kleider und auch Abendmode macht sich diese Kette sehr schön. Dezent gearbeitet, aber hat etwas. Sieht eine elegante Wirkung, sieht man auch hier durch die kleinen Strasssteinchen. Also hebt das Ganze auch nochmal, besonders für auch Kleider oder auch Tops, T-Shirt. Seht ihr auch diese ganze Abrundung. Einfach super. Diese Kette ist auch eine Besonderheit. Diese Kette schmückt jedes Teil. Ist auch wieder Handarbeit. Die Blüten kann man bewegen. Sieht echt schick aus. Bisschen sportlich, bisschen elegant, feminin. Also das hat wirklich was und das hat auch nicht jede Frau. Ja, auch hier eine Handarbeitskette. Richtig schön fein eingearbeitet. Die Perlen. Sieht auch schick aus. Ja.
brauche nicht viel zu sagen. Man sieht schon mit dem Auge, wie toll die Kette aussieht und wie die für einen schönen Fall hat. Jo. Ein Hingucker, ne? Mhm. Ja, das ist auch so eine kleine Besonderheit, upsa, mit Federn. Schmückt auch jedes Teil. So, das sieht sehr schick aus. Auch klassische Pullis, so braune Teile, da macht die sich sehr gut. Natürlich auch auf Beige oder auch auf Kleider. Sieht die auch ganz toll aus. Denn das ist wirklich ein absoluter Hingucker. Das ist eine Besonderheit, die nicht jeder hat. Mhm. Auch immer hübsch aus, auf Kleider, Overall, sehr klassisch, überall an. Das Farb ist sehr frisch, packt alles nochmal auf. Kann man zu viel jeder Jahreszeit tragen, weil es von Orange bis Rot und Lila reingeht. Also ist für jede Jahreszeit und auch für jedes Style bestimmt. Ja, wie man sieht hier, eine schöne elegante Kette, glitzert sehr hübsch. Schwarz mit Rot sieht immer schick aus, besonders auf Rot und auf schwarze Sachen. Ja, Grün macht es sich auch schon ganz gut, denn Rot und Grün passen immer gut zusammen. Mhm. Ja. Eine identische hast du ja nochmal. Ja, eine identische habe ich hier oben auf dem Pulli, im Blau, im Braun. Im Braun. Das sind auch, auch wieder Handarbeit. Diese Ketten kommen im Allgemeinen, muss ich auch dazu sagen, die kommen zu 99,9% aus Italien und ist Handarbeit. Das sind alles Designketten, wie ihr auch diese blaue hier seht. Ist auch eine, wird auch wieder Handarbeit. Hinten auf der Rückseite ist Leder und Vorderseite fällt das hin so. Das ist auch eine ganz raffinierte Kette, wie ihr seht, die passt sich richtig in Farben an. Ja, also die ist total verspielt, farblich total enorm. Hier unten ist sie mit Netz belegt, also die ist auch mit Netz gearbeitet. Aha. Also eine ganz feine Kette ist das. Richtig elegant kann man die tragen, kann die auch sportlich tragen, also wie ihr seht, die passt überall. Den halte ich jetzt mal an, hier habt ihr einen Rand, den könnt ihr beide seitlich tragen, einmal so rum. Ist ein bisschen grober oder auch diese feine Seite. Also für Frauen, die es gerne feiner mögen, tragen die Seite und die etwas grober mögen, tragen diese Seite. Hier haben wir auch nochmal eine schwarze Kette. Passt auch überall. Mal sportlich, mal elegant. Absoluter Hingucker, auch hier oben nochmal gab diese Flechtung. Also toll geflochten und dann ganz schlicht gefallen. Das ist auch so ein Hingucker. Ist auch sehr viel dran an dieser Kette. Also wer es gerne mag, so ein bisschen Kipplimim, wie man so auf Köln schafft, ist mit dieser Kette ganz gut angezogen. Mit dieser Blume, das ist der absolute Hingucker. Und dann fällt sie dann mit sehr vielen verspielten Sachen. Auch eine Longkette. Brauchen nicht viel zu sagen, man sieht es schon. Kunststoff oder auch hier ist gedreht mit Wolle und hier wieder mit kleinen Perlchen verarbeitet, also das ist so richtig vielseitig gearbeitet, da sieht man auch, dass es auch wieder mit Hand gearbeitet ist. Also auch so eine Besonderheit. Wenn man es gerne mal was schlichter macht, haben wir auch selber Ketten da. Das passt auch auf alles. Die ist aber auch etwas schwerer, die Kette, muss ich dazu sagen. Ein bisschen eleganter, hier auf schwarz, oft hier mit passenden Ohrsteckern. Das Ende hier wird ein bisschen komisch. So. Mhm. Schwarz mit Silber und Weiß, auch wieder etwas verspielter. Auch toll finde, diese ganz vielen Bändchen hier. Bändchen. Und dann ist es hier nochmal alles umgekehrt.
hier haben wir nochmal die Jeanskette. Sieht man auch nochmal hier hinten die Feder. Und so, mit Muscheln und dann nochmal kleine Perlen dran und unten. Auf Jeans optimal. Eine Muschelkette. Und auch wieder beiderseitig tragen. Mhm. Wie sieht denn die andere Seite aus? Einmal so. Ja. Einmal so. Ah, okay. Eine rote Kette. Die ist auch etwas kürzer gehalten. Sieht auch hübsch aus. Mit diesen eingearbeiteten Herzchen. Ist einfach schön. Mhm. Ihr seht, es richtig sauber verarbeitet, auch stabil gearbeitet. Also man sieht schon, dass es eine ganz gute Markennummer ist. Ja, und wenn ihr es auch gerne macht, kleine Perlenketten für Blusenkleider, fürs Büro, ist man immer sehr ganz toll mit angezogen. Hier ist noch eine. Das ist der Schluss, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind durch. Ja. Nee, ich hoffe, und dann. Lass mich auf und sehen. Hier habe ich auch noch eine in Grau. Auch noch eine lange Kette. Sieht auch sehr hübsch aus. Hinten auch wieder Leder. Und so. Ja. Und auch wieder mit verspielten Teilen drauf. Also wie gesagt, die Teile sind nickelfrei, energiegetestet. Als Geschenkartikel optimal, wenn man hingucker, sind Einzelstücke und auch so kleine Besonderheiten. Ja, hier haben wir auch noch Paketen. Mal ganz schlicht, hier auch ein Pulli, wie man sieht. Mhm. Oder diese hier. Macht sich auch ganz toll. Und dann haben wir an der Seite, an dem Kleid, haben wir noch eine sehr hübsche Kette. Die ist ein bisschen aufgelockert, auch in Farben, im Design. Also, wenn ihr so ausgefallenen Schuh sucht, seid ihr bei Ola Lamun. Echt richtig. Also, ihr habt hier. Würde ich sagen, kommt einfach mal vorbei, schaut euch das nochmal alles hier an oder schreibt mir eine E-Mail mit Zweck, ruft mich an unter 0221 297 375. Ich schicke die Ware gerne rüber, ist alles kein Problem. Aber ja, dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, nice Freunde, wir sind jetzt fertig mit unserer Modenschau, oder? Ja, ne? Wir sind jetzt rund. Ja, wir haben jetzt euch alles gezeigt. Also es war jetzt auch wirklich viel Arbeit. Habt ihr auch gemerkt, viel Arbeit mit drin. Ging manche Abend, ging hier drauf, bis in die Nacht hinein. Nun, ja, was soll man jetzt sagen? Abonnieren nicht vergessen, liebe nice Freunde. Denn ihr wollt ja die Nummer 1 sein bei uns. Ihr wollt ja als erstes wissen, was wir drehen. Und ihr wollt ja auch bei uns in den Nice-Klicker auch dazugehören. Also abonnieren nicht vergessen. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Schaut uns. Ciao.